Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Legenden Arceus. Und hier sind wir zum ersten Mal in meinem Let's Play dazu eine Entwicklung. Richtig nice. Und jetzt ist es ein Monster. Wir haben nur bei Axanthon ein Problem, denn es ist sowohl Gestein als auch Käfer. Und Gestein, naja, ihr kennt's. Und das ist jetzt nicht gerade, wenn es jetzt wie in Schwert und wie in Diamant und Pearl so in den Remakes. Kaskade erlernen würde, wäre es Ultra OP, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Und im Übrigen, wenn ihr hier rüber geht, also hier, denn hier gibt es Carpadore, da habe ich die gefangen. Wollte ich mich nur mal korrigieren, denn ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ob es hier unten war. Na, stimmt nicht, das war definitiv hier oben. Da gibt es auch einen Georock. Das ist ziemlich cool. Da komme ich noch nicht hin, weil es hinter einem Stein ist. Dafür braucht man wahrscheinlich ein, ja, Reise-Pokémon so. Auf jeden Fall, ja, war ich hier auf jeden Fall nochmal kurz backtracken wegen dieser Tasche, bis ich eben gemerkt habe, ich kann das gar nicht. Und wenn ihr hier seid, seht ihr hier im Himmel ein Gyarados fliegen. Warum auch immer. Ich habe noch nie ein Gyarados fliegen gesehen, aber gut, jetzt schon. Ich bin Topin, Mitglied des Pearl-Clans und Wächter von Axanthor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du, das ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht der ehrwürdigen des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein, bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Zeig, was ihr könnt. Gerade dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst, auf sie mit Geschleim, Viscora. Auf welchem Level? Ich habe nicht gespeichert, Kollege. Ja, 15, das ist easy. Ja, machst genug Schaden. Okay. Viscora ist vom Typ Drache, ne? Das tat nicht wirklich weh. So. Das war's. Levelaufstieg. Easy. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Es würde dich im Nullkommen nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es dich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Aber momentan kommen nicht einmal ich als sein treuer Wächter nahe genug an Axanthor ran. Treuer Wächter nah genug, um sie ihm zu geben. Eine Auszeiterin wie du hätte erst recht keine Chance. Das heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewertet den Vorfahren von Axanthor damit hier
und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla? Haxanthor ist also noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamond Clan verehrt? Für den Perl-Clan ist Haxanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände einer Außenseiterin legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Haxanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamond Clan und der Galaktik-Expedition kommen. Hey, Fremder aus dem Himmel. Bist du dir sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir hin. Na schön, Topin, ich werde die Lieblingsspeisen von Haxanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Dein Astros-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Die Karte auf dem Astros-Phone und drücke dann den X-Knopf, um eine Schnellreise zu einem Basislager oder anderen Orten durchzuführen. Beachte aber, dass diese Funktion in manchen Situationen nicht verfügbar ist. Okay. Okay. Ich liebe Garados. Auch hier im Spiel. Zeig mal, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das rufe? Das muss ich shiny hunten. Definitiv. Das sieht so geil aus. So. X hieß es. Ah, Grasland. Sunny. Hallo. Wie laufen deine Untersuchungen zu Haxanthor? Alles im grünen Bereich? Es geht. So. Seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Leistest du mir Gesellschaft, Sunny? Ja. Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perl und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Haxanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Haxanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal seinen Wächter nähern kann? Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. 3000 Jahre später. So viel später, dass es dem Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen einstellen musste. Oh, that's it. Das ist es. Wir werfen sie einfach, oder genauer gesagt, du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Haxanthor seine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Klingt schlüssig. Ich werde die Technologie zur Erstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Warum nennen Sie sie nicht lieber Lavenkugel? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Haxanthor besorgt jedenfalls der Perl-Clan für uns richtig. Sunny, kehre am besten schnell zum Baumriesenkampffeld zurück und berichte den Leuten von Perl-Clan von unserem Plan. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhlenbasis aufzubrechen.
Otaro in der Vitrine. Das sieht ja mal ultra dumm aus. Du bist immer noch hier. Ja, genug Kohle habe ich. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, kaufe ich mir so 3 Stück. So. Das muss reichen. Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu einer Anhöhenbasis gehen. Oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Okay. Oh, können wir jetzt damit hier verwenden? Wäre richtig nice. Ja, können wir. Richtig fett. Jetzt will ich nur noch Washer Quill, dann bin ich on point. Ich habe damit dir erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämpfst, das in Rage geratene Axanter zu besänftigen, Sunny. Und das als jemand, der weder dem Perl-Clan noch dem Diamant-Clan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raum Zeitgefüge zu verirrt hat. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Das solltest du zu schätzen wissen. Oh Mann, ich hasse diese Wechsel. Damit hier hat dich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jona, wärst du so gut? Spitz die Ohren, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du damit hier herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Den Überlieferungen nach waren die Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese hier dir. In dieser Flöte kannst du besondere Pokémon herbeirufen, die dir als Reit-Pokémon dienen. Sie erzeugt einen wundersamen Klang. Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit deiner Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Damit hat sich deine Melodie eingeprägt. Da ist die Herrentafel von Damitier. Was? Diese Steintafel wohnt die Energie des Psycho-Pokémon inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Psycho. Also für Arceus. Dank der Elysienflöte wird dich Damitier geschwind durchs Land tragen. Also worauf wartest du? Du willst doch schließlich Axanto beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Auf Damitiers Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Du kannst nun zu dir rufen und auf ihm zu reiten. Indem du Plus-Knopf drückst, kannst du ein Reit-Pokémon zu dir rufen und dir seine Fähigkeiten zunutze machen. Beachtest du auch während eines Ritts von wilden Pokémon angegriffen oder von hohen Orten herunterfallen kannst? Ja, ja. Was ist denn bei dem kaputt? Du bist vom Forschungsrupp, oder? Dann kannst du doch sicher auch Pokémon reiten. Hast du Lust, auf Ballonia zu gehen? Das ist ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Du reitest dabei auf ein Pokémon und versuchst, möglichst viele Ballons zu platzen, zu bringen. Versuch es zunächst, mindestens 17 Ballons zu erwischen. Mich hier, wenn du auf Ballonia gehen willst. Oh Gott. Nicht wirklich.
Ich möchte jetzt zuerst mal gucken, ob jetzt mein Fuck so wieder da ist. Oh, ist das cool. Oh. Hä? Ich muss absteigen für den Müll. Alles klar. Und hier ist wieder mal kein Mampfwachso. Oh, ich möchte ja keine Schelle von Mampfwachso. Von Garados. Hallo? Bin ich überhaupt richtig? Nicht wirklich, aber gut. Ja, weil ich darf das Loot nicht aus den Augen verlieren. So. Ah, klettern kann ich nicht mit dem Ding. Aber ich habe gesehen, dass ich alles klar. Auf dem Ding kann ich gar nichts. Außer springen. Ja, ich sehe mein Problem, was ich da habe. Weil ich werde definitiv vergessen, irgendwann mal wieder abzusteigen und einfach mal den Rotz hier zu machen. Weil irgendwann werde ich sonst nichts mehr haben. Und das ist sehr wichtig. Alles klar. Bist Chaloco. Sehe ich dort oben einen Pilz? C-Pilz, juhu. Aber es ist ziemlich cool gemacht. Ist ziemlich einfach. So, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, speichern, da ich keine Ahnung habe, was jetzt auf uns zukommt. Sind alle meine Pokémon fit? Ja. Alles klar, jetzt wird's interessant. Ihr von der Galaktik-Expedition habt also einen Weg gefunden, Xander zu besänftigen? Jop. Anscheinend. Wie bitte? Du willst deine Lieblingsspeisen so verarbeiten, dass man sie leicht werfen kann? Dieser Einfall ist unkonventionell, aber irgendwie auch genial. Eure sogenannte Wissenschaft scheint ja keine Grenzen zu kennen. Wenn wir Axanto auf diese Weise mit seinen Lieblingsspeisen füttern können, helfe ich dir. Natürlich. Lass uns dieses Ding gleich herstellen. Nicht so schnell, Topin.
Nicht so schnell, Topin. Ich habe, wie versprochen, eine von Axanthos Lieblingsspeisen mitgebracht. Kullerbohnen. Ohne die kommt ihr nicht weit. Oh, natürlich. Tut mir leid, Perla. Ich hatte dich völlig vergessen. Ich muss zugeben, dass der Perkler nicht fähig zu sein scheint, dieses Problem alleine zu lösen. Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diese Aufgabe der Galaktik-Expedition zu überlassen. Aber ich zweifle immer noch sehr daran, ob das wirklich eine gute Idee ist. Schließlich unterscheiden sich unsere Gebräuche und Werte voneinander. Deshalb muss ich dich zuerst eine Prüfung unterziehen. Du scheinst mit Pokémon zu kämpfen, die du mit diesen Pokébällen gefangen hast, richtig? Das Pokémon meiner Seite hingegen steht mir so nah wie eine Schwester. Erst wenn du gegen mich und Glaciola im Kampf gewinnst, kann ich dich ruhigen Gewissens gegen Axanthor antreten lassen. Bist du dafür bereit? Ah ja, und ein Moosfelsen, apropos, wenn Glaciola hier gleich erscheint, habe ich auch gefunden. Das ist ziemlich cool. Na? No? Also ihr könnt früh einen Volliporba machen, wenn ihr Nebuli habt. Mein Lieblings-Evoli-Evolution-Ding. Aber dafür brauchen wir zuerst mal ein Eisgebiet. Glazi, okay. Aquavelle. Du wirst sterben, wa? Und tot. Ich verstehe, diese Pokébälle sind letzten Endes nur ein Werkzeug. Selbst zu gefangenen Pokémon kann man anscheinend eine tiefe partnerschaftliche Verbindung aufbauen. Das beruhigt mich etwas. Ich werde dir diese Aufgabe anvertrauen. Lass mich deine Pokémon heilen. Cool. Würdest du mir jetzt erklären, wie der Plan der Galaktik-Expedition aussieht? Was soll mit Axanthos Lieblingsspeisen geschehen? Weil du dich Axanthos nicht nähern kannst, willst du sie zu Kugeln formen und ihm diese zuwerfen, um es zu besänftigen? Verstehe, das könnte funktionieren. Entspannungskugeln, nein. Diese Erfindung sollte den Namen Ruhegabe erhalten. Schließlich ist es immer noch eine Opfergabe. Wenn ich Axanthos damit helfen kann, werde ich all mein Herzblut in die Herstellung dieser Ruhegaben stecken. Okay. Alles klar. Tada, die Waldruhegaben sind fertiggestellt. Damit sollte sich Axanthor besänftigen lassen. Hoffe ich. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, das mächtige Axanthor, herbeirufen. Ich bin nicht bereit. Ernsthaft? Erst bereiten wir alles bis zur Perfektion vor und jetzt lässt du mich warten? Ja, weil ich ganz gerne speichern würde. So nebenbei, Sackgesicht. Weil ich nicht weiß, was gleich vor mir auftauchen wird. Wenn du bereit bist, ja. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich habe es euch ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich das Ding gefunden habe. Axanthor, König des Waldes. Die Zeit unseres Festes ist zwar noch nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe eures liebsten Speisen darbringen. Oh, erhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wir bringen euch Dank entgegen und ersuchen euch darum, von uns zu erscheinen. Sunny, denk dran, Axanthor anzuvisieren. Aufs Ausweichen kommt es an. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Ruhegaben werfst. Wird lustig. Oh my boy. Kann ich das Ding fangen? B.
Viele sagen ja, das sieht nicht gut aus, aber ich finde, das gibt dem Ding noch einen Touch. Kämpfe gegen Könige. Wenn du gegen Könige oder Königin kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben treffen, um ihre Wutleiste zu verringern. Ist diese vollständig geleert, gewinnst du den Kampf. Sollte sich im Kampf gegen die Könige und Königin eine günstige Gelegenheit ergeben, kannst du versuchen, mit deinen Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus diesem Kampf hervor, wird der König oder die Königin wehrlos und Ruhegaben entfalten eine größere Wirkung. Tja. Ja, so ist es einfach. Schon festgebackt. Uiuiuiui. Als ob, Bruder. Ich schmeiß dir so einen Kopf. Nice. Siehst du cool aus, Bruder. Oh je. Da ist Käfertafel von Axanthor. Was war das? Das Licht um Axanthors Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? War also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axanthors Ohren natürlicher Macht? Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Neulich kam ein unerklärlicher Blitz aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Axanthor wirklich so in Rage geraten, als von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raumzeitgefüge soll ihm diese Kräfte verliehen haben. Aber das ehrwürdige Sinn auf der Welt doch jenseits des Risses würde es nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen. Das hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich, naiver Trottel, habe fröhlich dabei geholfen, die Ruhegaben herzustellen. Beruhig dich, Torpin. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perl-Clan stets vor Pokémon beschützt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann wahllos Menschen und Pokémon attackiert? Das, was Sunny getan hat, war richtig und notwendig, so sehe ich es.
Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamantclan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Sollst du wieder ein Pokémon begegnen, das unter dieser qualmenden Rage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Na schön, das ergibt Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Jedenfalls möchte auch ich dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist mein Dankeschön vom Perklan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich dankbar. Was kriegen wir jetzt? Citrobeeren? Lass mich deine Pokémon heilen, immerhin haben sie für uns gekämpft. Nicht wirklich. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist, obwohl ich mir keinen Reim darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich würde Axanto gern noch einmal so in Rage sehen. Bei so viel Macht kriegt man doch Gänsehaut. Nicht wirklich. Ich weiß zwar nicht, was mit dir nicht in Ordnung ist, aber... definitiv nein. Was? Baumriesenkampffeld. Interessant, jetzt kann ich mich auch dorthin porten. Alles klar. Nicht wirklich mache ich damit gerade. So. Wie ich sehe, schreitet deine Pokémon-Forschung voran. Möchtest du Bericht erstatten? Yep. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Impressiv. Du hast also tatsächlich Axander, der König des Waldes, besänftigt. Geh ins Dorf zurück und erstattet den Boku-Bericht. Okay. Wenn das alles ist. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist, du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann es wirklich sein? Ist es etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mir mal etwas näher ansehen? Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Das scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? So eine Tafel hast du also von David hier bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Und eine andere von Axanto, nachdem du es besänftigt hattest. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Das zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft bis dahin. Alles klar. Das mal nehmen wir die nächste Mission an. Seltenes Ponita gesichtet. Das ist ein shiny Ponita. Lago behauptet, eine seltene Ponita gesehen zu haben. Bitte finde mehr heraus. Es gibt keine weitere Mission. Yeah, Mann. Das wusste ich, dass es eine Mission gibt mit shiny Ponita. Das wird lustig. Und da ist das Ponita garantiert shiny. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanto besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß eine Fremde bist, die vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder der Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du sollst dich ihnen anschließen. Der König des Waldes in Rage abgeschlossen.
Ich nehme wieder die üblichen Kartoffeln, 3 Portionen und keiner weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammen zauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanthor unversehrt überstanden hast. Wahnsinn, Sunny war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass sie während des Kampfes immer gut auf Axanthors Bewegung geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vorbereiteter Anstrengungen. Danke, Sunny. Haben wir jetzt eine Sorge weniger, wenn wir im Grasland unsere Mission erledigen. Apropos, hier, diese Anleitung habe ich von Mubeshi. Damit kannst du dich noch besser gegen Gefahren schützen. Rauchkugeln, okay. Brauche ich nicht. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanthor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Ich will aber Axanthor fangen, Mann. Wo lebst du denn? Sunny. Ich habe auf dich gewartet, Sunny. Mein Name ist Yula. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Sehr gruselig. Ein Kind am Abend? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui herum. Hunderte Jahre ist es her. Da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Sunny, setz das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Oh, ich danke dir. Du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spirit-Kern hier. Pass gut darauf auf. Richtig fett, Spirit-Kern. Kann man violett leuchtendes Geisterlicht einsammeln. Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl. Und mit dem Spirit-Kern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spirit-Kern dabei hast, kannst du sie sehen. Okay. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche, sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein, damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Okay. Das ist sicher schon Kripphook. Safe Call. Hast du gesehen, wie es vom Spirit-Kern eingesogen wurde? Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen solltest, frag mich einfach. Oh, und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Hier, ich warte hier auf dich, Sunny. Geisterlicht im Dunkel der Nacht. Ja, dann nehme ich mal einen Guide hervor. Sonst wird das nichts. Das ist wie Krog sammeln. Das ist viel zu overrated, der. Wow, der Friseursalon der Galaktik-Expedition ist echt schick. Hey du da, du bist Sunny, richtig? Du warst es doch, die den herumwütenden König des Waldes Axanthor wieder beruhigt hat. Aha, du bist richtig berühmt, musst du wissen. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos allen der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin eine Wächterin des Diamond Clans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit den Boku verabredet. Bis dann. Hinatsu in der Zwickmühle. Haben wir wieder jede Menge.
Mission. Hey du, wie wär's mit etwas Zielwerfen? Wirf einfach ein paar Bälle und versuche, die Luftballons zum Platzen zu bringen. Er ist einfach und macht Spaß. Je nach Punktzahl gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Ab 10.000 Punkten kannst du dich sogar auf einen Sonderpreis freuen. Du findest mich auf dem Übungsgelände. Schau doch vorbei, wenn dir nach Zielwerfen ist. Oh Gott. Oh, du bist doch vom Forschungstrupp, oder? Du kommst gerade richtig. Könntest du für mich die Zutat für eine Medizin sammeln gehen? Ich suche nach einer Pflanze mit 3 Blättern, die furchtbar bitter schmecken sollen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich sie finden kann. Tapita vom Sanitätstrupp kann dir sicher mehr dazu sagen. Du, rate mal, was man braucht, um ein ganz tolles Mitglied der Galaktik-Expedition zu sein. Falsch, naja, nicht ganz falsch. Das ist auch wichtig, aber ich meinte was anderes. Es ist dein Partner-Pokémon. Zusammen seid ihr stärker als alles andere. Irgendwann will ich auch mal ein Pokémon fangen. Ich übe schon fleißig das Werfen. Allerdings lässt es sich mit echten Pokébällen sicher besser üben. Ihr vom Forschungsrupp habt doch sicher welche auf Lager. Kannst du mir ein paar abgeben? 5 Pokébälle würden mir schon reichen. Pokébälle. Jo, jetzt kann ich mir auch einen Partner-Pokémon fangen. Hier, ein Dankeschön. Es war eine reife Leistung von mir, diesen Leistungsstand zu sammeln. Frag Belila, wenn du mehr darüber erfahren willst. Mit diesen Pokébällen werde ich jetzt so richtig fleißig üben. Du machst dich so lange auf die Suche nach einem passenden Partner-Pokémon für mich, ja? Nicht wirklich mache ich das, aber du kannst es gerne selbst tun. Hallo, oh, du erinnerst mich irgendwie an meine Großmutter. Sie hat sich immer sehr gut mit Pokémon verstanden. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, verfügst du über dieselbe Gabe. Es würde mich sehr interessieren, wie zutraulich deine Pokémon zu dir sind. Ich hoffe, dass du mich das mal überprüfen lässt. Euer zwei versteht euch so prächtig, dass es mir glatt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Meine Großmutter war auch ein Herz und eine Seele mit ihren Pokémon, genau wie ihr. Da ich das von klein auf beobachten könnte, verstehe ich nun intuitiv, wie gut das Verhältnis zwischen einer Person und einem Pokémon ist. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mir auch in Zukunft gerne deine Pokémon ansehen. Ich werde dir dann sagen, wie gut ihr miteinander harmoniert. Okay. Richtig fett. Ich habe es gesehen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wirklich. Was denn? Das rote Ehrlicht. Als ich nach Sonnenuntergang in der Windpassage unterwegs war, ist es wie aus dem Nichts vor mir erschienen. Schon wieder eine Geistergeschichte? Glaubt ihr am besten kein Wort. Meine Schwester saugt sich immer solches Zeug aus den Fingern. Ich saug mir gar nichts aus den Fingern, das rote Ehrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Also bis dann, ich bin mal gespannt. Warum glaubt mir niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Für dich sollte es doch ein leichtes sein, das rote Ehrlich zu fangen. Bitte fang das rote Ehrlich, das ich gesehen habe, und bring es zu mir. Windpassage. Das wird lustig. Sei grüßt, werte Kundin. Dir wäre es doch sicher genehm, wenn ich neue Ware zur Verfügung hätte, nicht wahr? Wusste ich doch. Es ist nur so, dass Tao Hua mir seine Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was auch immer ich sage, nichts hat bisher geholfen. Würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm 3 Ehrenmunterreis als Geschenk mit, dann wird er sich hoffentlich wohlwollend zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Ich hab
doch kein Reis. Wo lebst du denn? Und du hast was? Du gehörst du zum Forschungshop? Du kommst mir sehr gelegen. Ich würde hier gerne mehr Felder anlegen, aber der Boden ist zu hart. Ein größerer Acker würde uns allen viel Freude bereiten und jeder könnte davon profitieren. Aber alleine schaffe ich das niemals. Falls du zufällig ein Pokémon von Typ Boden hast, lass es mir doch bitte. Ich habe kein einziges von... Höchstens Kleinstein. Ups, ich habe ja das eine abgegeben. Ups. That's the real shit. So. Das freut mich schon sehr. Aber das würde ich schon ganz gerne. Hier. Alles klar. Wobei, etwas muss ich noch gucken. Wir machen danach noch das Seerlicht. Und Meistersamen haben wir auch schon bekommen. Sie kann einem neue Attacken beibringen. Also, ja, jetzt reden wir definitiv. Eisenschädel. Das war's aber komplett. Ja, logisch. Das musste sein. Eigentlich will ich das noch gar nicht. Moment. So. Dampfwalze, jetzt haben wir eine Bodenattacke, Knirscher haben wir. Mir fehlt nur noch Kaskade und dann ist vorbei. Richtig fett. Ja, hier kann ich leider nicht. Ja, hier kann ich leider nicht auf Dummy-Tier reiten, so.
Du bist sicher, dass du campen willst, Burmi? Glaube ich nicht. Er sagt, dass sie noch so einen Untergang. Okay. Wir kommen gleich wieder. Oder meinen die wirklich nachts? Richtig geil. Oh. Das dritte Holzstück. Wie geht das jetzt nochmal? Oh nee, ich hab's nicht dabei. Dann können wir aber das Ganze noch machen gehen. So, Moment. Ach, das ist die Pokepuppe. Hä, Panflam? Alles klar. Warum ist mein Gyarados weiblich? Aber gut. Du resistest hoffentlich Eiszahn. Hmm?
Dankeschön. Zeige Tamara das Panflam. Jo. That's game over. Und jetzt möchte ich endlich in ein neues Ding, dass ich ein bisschen offscreen wieder was zu tun habe. Weil ich werde jetzt sicher nicht 2 Stunden lang an dem Scheiß hängen. Da hätte ich folgendes für. Vorbeeren-Set. Was genau ist damit auf sich hat, erfährst du, wenn du die Ware erworben hast. Was sagst du? Finde ich jetzt aber nicht wirklich interessant. Oh, also das nenne ich Handwerk. Ja, genau so muss ein Pokémon Kokeshi aussehen. Lass mich mal einen genaueren Blick drauf werfen. Herrlich, diese glatten Rundungen. Ich sehe gleich, wie liebevoll du das Holz bearbeitet hast. Und diese knalligen Farben. Solch eine Farbenpracht kann nur von einem wahren Künstler hervorgebracht werden. Potzblitz, sie scheint zudem perfekt ausbalanciert zu sein. Einfach beeindruckend. Für einen Moment könnte man meinen, sie würde umfallen, doch nix da, sie steht wie eine Eins. Puh, ich muss mich erstmal beruhigen. Deine Pokémon Kokeshi ist ein echtes Erlebnis, danke dafür. Obwohl du sie nach der gleichen Anleitung hergestellt hast, fühlt sie sich ganz anders an. Zum Dank möchte ich dir eine Pokémon Kokeshi schenken, die ich selbst voller Hingabe geschnitzt habe. Vergleiche sie mal. So. Gucken wir mal. Wo ist jetzt die Olle, die es ehrlich möchte? Hier. Let's go. Ja, das ist es. Das ist das rote Irrlicht, das ich gesehen habe. Dahinter steckt also lediglich ein Pokémon, irgendwie enttäuschend. Aber du hast das wirklich für mich gefangen. Ihr vom Forschungstrupp scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Aber was erzähle ich jetzt? Arek. Ach ja. Ist es ein Irrlicht? Ah, hilf mir, Tamara. So, ist viel dazu, ne? So, da hat jetzt auch noch jemand mit einer Mission. Solange du das so bleibt, hat es sich mit meiner Nachtruhe erledigt. Was? Erschreckt mich doch nicht so. Was hast du denn? Schon gut, keine Sorge, aber wenn du etwas von mir willst, komm bitte später wieder. Vielleicht kann der Forschungsobjekt der Sache auf den Grund gehen.
Weißt du, nachts spüre ich, dass sich etwas in meinem Haus befindet. Ich höre dieses seltsame Knistern und weiß nicht, woher es kommt. Manchmal finde ich auch verbrannte Beeren und hin und wieder ertönt so ein Rattern. Das klingt doch nach einer Aufgabe für den Forschungstrupp. Bitte untersuch mein Haus. Tagsüber bin ich mit der Arbeit beschäftigt. Komm also bitte abends vorbei. Es ist abends. So. Traust du dich, mein Haus zu untersuchen? Na klar. In diesem Haus ist irgendwas. Untersuche bitte jeden Winkel. Am Saum des verrutschten Tuchs hängt ein schwarzes Haar. In der Kiste befinden sich saubere, gefaltete Uniformen der Galaktik-Expedition. Hier werden aufgerollte Baupläne sowie Skizzen von Carbord aufbewahrt. Vielleicht handelt es sich dabei um Pläne für den Galaktik-Hauptsitz. In der Kiste befinden sich saubere... Aha, das haben wir schon gehabt. Dem Grund nach wurden hier drin Beeren aufbewahrt. Du hast ein Geräusch aus der Richtung des Eingangs. Du scheinst das Rätsel noch nicht gelöst zu haben. Möchtest du eine Pause einlegen? Das Fenster ist leicht geöffnet, als wäre es vor kurzem damit hantiert worden. Nimm doch das Tuch weg. Aber gut inszeniert. Aber was muss ich denn tun? Du hast ein Geräusch von unter dem Tuch anheben. Knister. Du siehst Funken vorbeifliegen. Etwas scheint vor dir vorbeigehuscht zu sein. Du hast ein Geräusch aus dem hinteren Teil des Zimmers. Ah, ich sehe schon Pichu. Jo. Hey. Hi, Pichu. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Alles in Ordnung bei dir? Na nun, ist dieses Pichu etwa? Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, aber das könnte das Pichu sein, das ich vor einer Weile verletzt im Wald gefunden habe. Ist diese Beere für mich? Willst du mir etwa dafür danken, dass ich deine Wunde behandelt habe? Tschu! Moment mal, das heißt ja, in meinem Haus war nur ein dankbares Pichu. Und ich dachte, es wäre sonst was Schreckliches gewesen. Mensch, bin ich erleichtert. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Nicht wirklich. Du hast wirklich was. Und zwar hier darunter. Da. Du arme Seele. Viel Spaß. Jetzt, wenn wir so rausgehen, hören wir einen Schrei. Ich glaube, ich würde kotzen. So. Ich glaube, das war's für heute.
Nee, wir müssen die Karte aufmachen, dann wieder so. So. Doppelrettich. Das könnten wir noch fertig machen. Weil wir sollen ja möglichst weiterkommen hier. Vielleicht habe ich die schon eingesammelt. Oh, Shirin hat dich also darum gebeten, die Zutat für eine Medizin zu sammeln. Du sollst nach 3 Blättern Ausschau halten, ja? Bei der Pflanze, die Shirin sucht, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Pokémon, das man im roten Sumpfland antreffen kann. Für Shirin wäre das aber vermutlich ein großer Schock, also bring das Pokémon bitte zunächst zu mir. Hä? Mit den 3 Blättern? Bin ich dumm? Moment. Ich war überall mittlerweile. Und das ist nicht in dieser Gegend. Heimisch das Ding. Ich habe keinen Bodentyp, aber ich hätte... hätte was ganz anderes. Ein Garados mit Dampfwalze. Ach ja, so. Im nächsten Part geht's hier rein in die Olga. Und ich hoffe, dann sehe ich euch wieder. Auch wenn diese Folge wieder eine Stunde ging. Tödle.